Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. Wir sollen zur Zuflucht, aber wer ist er denn hier? Ihr da, sucht ihr nach mir? Gwendis, nee. Geht zur Zuflucht, steht da. Keine Ahnung, wer ist sie denn? Scheißendreck. Wie sehen wir, wer das ist? Konditor Dono? Donolon? Wer ist das denn? Ich lasse die mal jetzt hier draußen erstmal stehen. Wir gehen jetzt direkt drin. Wir bereiten uns vor, nicht wahr? Nicht wahr, nicht wahr? Bin gespannt, was jetzt hier passiert, ey. Wie gesagt, ich habe ja davor ja schon gedacht, dass es da zu Ende ist, aber war ja dem nicht so. Als Fürst Varen seine wahre Identität enthüllte, fühltet ihr euch verraten. Und das zu Recht. Im Buch der Kreise steht geschrieben, dass Vergebung die Befreiung eines Gefangenen ist. Doch dann erkennt man, dass man selber der Gefangene war. Das solltet ihr bedenken, Entseelte. Fürst Varen wartet auf euch. Es wird Zeit. Wir werden niemals ganz bereit sein. Daraus schließe ich, dass wir jetzt so bereit sind, wie wir bereit sein können. Ich mag den Typen nicht. Eure Taten sind nichts anderes als legendär. Da die Ebenenverschmelzung nun ein Ende gefunden hat, wird Tamriel vielleicht fortbestehen. Jetzt ist die Zeit gekommen, um sich Molag Bal zu stellen und eure Seele zurückzufordern. Was soll ich tun? Ihr müsst die fünf Gefährten in diese letzte Schlacht führen. Wir, und zwar wir alle, sind bereit, unser Leben zu opfern, um diese Sache zu Ende zu bringen. Unser Plan sieht vor, dass wir das Amulett der Könige einsetzen, um euch mit genug Macht zu erfüllen, damit ihr es mit einem Daedra-Fürsten aufnehmen könnt. Was wird mich erwarten? Ohne jeden Zweifel hat der Gott der Intrigen seine mächtigsten Diener um sich geschart. Doch sein Hochmut wird für seinen Untergang sorgen. Womöglich betrachtet er euch nicht einmal als Bedrohung. Wir werden uns alle Mühe geben, dafür zu sorgen, dass sich diese Einschätzung als katastrophal falsch erweist. Von mir aus kann's losgehen. Kalthafen, da waren wir doch schon. Herzenskummer. Ich werde mich nie an diesen Ort gewöhnen. Kommt her, Entseelte. Ich würde gerne mit euch sprechen, bevor wir uns fröhlich unserem Untergang zuwenden. Ganz gleich, wie diese Sache auch enden mag, bin ich stolz darauf, wie weit wir gekommen sind und was wir erreicht haben. Habt Mut, meine Freundin. Das ist die wichtigste aller Tugenden. Mut ist nicht die Abwesenheit von Furcht, sondern vielmehr die Erkenntnis, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als Furcht. Hier sind wir nun also, Entseelte, in der Höhle des Löwen. Und jeder von uns trägt in seinem Innern ein eigenes Reich des Vergessens, das er selbst geschaffen hat. Die Zeit ist gekommen! Hört auf, euch selbst zu hinterfragen und hört auf, eure Entschlossenheit zu hinterfragen. Fasst euch ein Herz und tut es einfach. Ihr seid bereit. Was meint ihr? Das ist er. Das ist der verdammte Anfang vom Ende. Es gibt keinen Grund, so zu tun, als wäre es anders. Oder zu behaupten, wir wären nicht bereit dafür. Diese Herausforderung wird nicht warten. Könnt ihr tun, was getan werden muss? Koste es, was es wolle? Ganz gleich, wie viel Trauer es euch auch bringen wird? Molag Bal hat meine Seele. Habe ich eine Wahl? Es gibt immer eine Wahl.
Aber ihr werdet euch nicht aussuchen können, was wahr ist. Ihr werdet euch nur aussuchen können, was ihr tun werdet. Müsst ihr noch einmal daran erinnert werden, was vor uns liegt? Jo. Wir nähern uns der Festung von Molag Bal, dem womöglich gefährlichsten Ort im ganzen Reich des Vergessens. Gemeinsam sind wir fünf von großer Macht, selbst ich gebe das zu. Aber ich kann das Ritual nicht beginnen, bis wir vor dem dunklen Fürsten selbst stehen. Fahrt fort. Im Austausch für dieses Erfüllen mit Macht wird einer eurer Gefährten geopfert werden müssen. Wenn die Zeit kommt, wird es euch obliegen, darüber zu entscheiden, wer es sein soll. Diese Machtfülle wird nicht lange anhalten, deshalb müssen wir dicht an den Feind herankommen. Und dann? Und dann was? Ich habe keine Ahnung, was mit euch geschehen wird. Eine Apotheose? Eine Auslöschung? Es gibt da zu viele unbekannte und zu wenig gesicherte Informationen. Doch wenn ihr Molag Bal besiegt und überlebt, sollten eure Seele und die aller anderen Entseelten wiederhergestellt werden. Lasst uns loslegen. Wem opfern wir da? Den Alten, wa? Wer liegt denn hier überhaupt sein? Wahrscheinlich nicht. Aber wir müssen ja. Oh, da hinten sind schon Gegner. Was sind denn für welche? Verteilen! Gut. Wir müssen irgendwo da lang. Sagten die Karte überhaupt. Okay, wir müssen hier einfach durch. Alter, was ist das denn? Oh, ich werde so ja heilt, das ist gut. Warte mal, ich würde mal. Wir werden mal ein Schlückchen nehmen hier, wa? Nur Dietrich hier drin, das ist das, was ich sage. Du hast ja übelst Dings und dann ist nur Müll drin. Voll der Crap. Nicht, was ihn belohnt hier irgendwie, weißt du? Da brauchst du ja nicht hingucken in den Mist. Da ist sowieso immer bloß eine Zutat drin, wo du dir denkst dann so, Alter. Erkundet die Halle. Sieht hier aus, Alter. Ohne, nur mit Asche dran. Naja, gut. Dieser Ort vibriert vor Schmerz und Leid. Hier muss Molag Bal diejenigen foltern, die ihn verärgern. Sehr gut. Na gut, ich sag mal, die sind ja auch schon alle tot, ja. Steht hier was? Nee. Seht, ist das Manimako? Ihr seid ihr gekommen, um euch an meiner Pein zu ergötzen? Oder ist euer Erscheinen hier ein Teil davon? Manimako? Ihr seid noch am Leben? Ich bin weder lebendig noch tot. Ich bin in einer Fontäne aus Asche und Galle und wirbelnden Dämpfen gefangen.
Meine Ohren sind taub vom Kreischen tausender Kerzen an Nägeln. Und der Schmerz kennt kein Ende. Warum hält euch Molag Bal hier fest? Ich bin sein Spielzeug und ein abschreckendes Beispiel für all jene, die sich ihm in den Weg stellen wollen. Mein Plan war makellos. Meine Intrigen waren perfekt ausgeführt. Ich wäre ein Gott geworden, wenn ihr nicht gewesen wärt. Mein einziger Trost ist das Wissen, dass ihr diesen Schmerz schon bald am eigenen Leib erfahren werdet. Ich bin hier, um ihn zu besiegen und meine Seele zurückzubekommen. Hochmütiges, anmaßendes, selbstsüchtiges Geschwätz! Dieser falsche Klunker ist nichts im Vergleich zur Macht des Meisters. Ich gehe davon aus, euch schon bald wiederzusehen. Für den Rest der Ewigkeit wird meine einzige Freude darin bestehen, euren gequälten Schreien zu lauschen. So sei es. Manni Marco. Er war ein hinterhältiger Heuchler mit einem Gottheitswahn. Der Narr hat genau das bekommen, was er verdient hat. Ist nur ein optionaler Schritt. Vielleicht hätten wir noch betteln lassen sollen, aber ich werde ihn nicht befreien. Warum auch? Dieser Wurm. Irgendwas piekt mir gerade im Hals. Das ist scheiße. Ach, warte mal, jetzt zeige ich wieder irgendwas genommen hier. Jetzt zeige ich irgendwas genommen. Der Pfad des Leids. Molag Bal ist hier. Ich kann seine Anwesenheit spüren. Seinen verfaulten Atem im Wind riechen. Haben die was zu sagen noch? Ganz gleich, wie diese Sache auch enden mag, bin ich stolz darauf, wie weit wir gehen. Naja, wir haben das schon. Ja, wir haben das schon. Die haben ja nicht mal Loot dabei, weißt du? Das ist ja auch wieder so ein Ding. Es gibt hier keinen Loot. Wo ist mein Loot? Verdammte Axt. Gibt keinen Loot. Hier, so ein Scheiß kriegst du hier. Die Ohren, da ist nichts drin. Der Loot ist einfach nur... Der ist nicht gut. Ah, dieser Ort sollte für unsere Zwecke genügen. Versammeln wir uns und bereiten das Ritual Was vor. Was denkt ihr, war dieser Ort? Eine Art Tempel. Die dunklen Anker haben ihn vielleicht nach Kalthafen geholt. Oder er wurde von den Daedra erschaffen, um die Göttlichen zu verhöhnen. Ist das wichtig? Wir können nicht länger warten. Wir müssen das Ritual durchführen. Entseelte, es wird Zeit, dass ihr eure Entscheidung trefft. Ja, das sollte dich genug sein, glaube ich. Seid ihr gewappnet? Waren, Sei und Lyris sind alle bereit, ihr Leben zu geben. Das überrascht keinen mehr als mich. Sie sind bereit, sich selbst zu opfern, um die Welt zu retten. Und doch werden sie nie ein Wort des Dankes dafür hören. Schon komisch, dass ein so selbstsüchtiger Mann so etwas sagt, nicht wahr? Ich sollte vorsichtig sein, dass ich daraus nicht noch etwas lerne. Wie kann ich diese Entscheidung treffen? Ich habe keine Ahnung. Sprecht mit ihnen. Lasst euch von ihren eigenen Worten überzeugen. Doch sobald die Entscheidung getroffen wurde, führt kein Weg mehr zurück. Das Ernten einer frischen Seele wird zwangsläufig Molag Bals Aufmerksamkeit auf uns lenken. Diese Gelegenheit müsst ihr nutzen, um ihn niederzustrecken. Es gibt keinen anderen Ausweg? Darüber haben wir doch schon gesprochen. Ihr müsst von göttlicher Macht erfüllt werden, um auch nur daran denken zu können, einen Daedra-Fürsten herauszufordern. Das Amulett der Könige kann euch diese Macht gewähren, wenn auch nur zum Preis eines Lebens. Mit welcher Art von Macht, die mir übertragen wird, kann ich rechnen? Das Amulett der Könige ist ein Relikt Akatoshs, des Drachengottes der Zeit. Seine Kräfte verkörpern Standhaftigkeit sowie Unbesiegbarkeit und fördern zugleich die Tugenden des Pflichtbewusstseins, der Diensttreue und des Gehorsams. Macht euch selbst einen Reim darauf. Gut, dann hören wir uns mal die Leute an hier.
Ich würde immer noch den alten. Ich sehe da diesen Blick in euren Augen, Entseelte. Und ich frage mich, werde ich es sein? Ihr sollt wissen, dass ich es als große Ehre betrachten würde. Es wäre ein guter Tod. Ihr klingt sehr überzeugt. Wenn man jeden Tag lebt, als wäre er der Letzte, so wie ich das tue, dann hat man mit dieser Annahme auch irgendwann recht. Ich wurde geboren, um den Heldentod zu sterben. Das wusste ich schon immer. Und ich bin seit jeher dafür gewappnet. Wollt ihr wirklich, dass ich euch auswähle? Einst habe ich geschworen, meinen Kaiser zu beschützen. Und ich bin gescheitert. Ich darf nicht zulassen, dass er sein Leben anstelle des meinen opfert. Noch kann ich Lyris, meine Schneelilie, darum bitten. Sie bedeutet mir mehr, als sie jemals erfahren wird. Bitte, gewährt mir diese Ehre. Ich brauche mehr Zeit. Wir haben schon ein paar verrückte Abenteuer erlebt, oder? Aber man bezeichnet sie erst so, wenn alle heil wieder zu Hause sind. Das heißt wohl, dass die Abenteuer hier nun ein Ende finden. Aber ich bereue nichts davon. Nicht einen Augenblick. Mir geht es ebenso. Mein Vater sagte mir einst, das Wichtigste, worum jeder wissen sollte, ist das, wofür er zu sterben bereit ist. Das weiß ich jetzt. Ihr seid jung, vor euch liegt noch ein langes Leben. Ich fühle mich, als hätte ich schon ein Dutzend Leben geführt. Ich bin so müde. Und ich freue mich schon darauf, meine Eltern wiederzusehen. In Sovngarde. Wenn mein Tod einen Sinn bekommt, dann wird auch mein Leben einen gehabt haben. Es wäre mir eine große Ehre, wenn ihr mich auswählen würdet. Brauche mehr Zeit. Wir haben ja die, wir haben ja Elsweier und... das andere auch, die spielt. Und da war er, war in Elsweier und sie war ja dann hier das Ganze um Skyrim rum, um Himmelsrand, um westlicher Himmelsrand. Da bleibt doch nur er. Vergesst nicht, Entseelte, wir kämpfen für unser Volk. Wir kämpfen für Tamriel. Man kann das Böse eine Weile im Zaum halten, aber man kann es nie ganz auslöschen. Doch es ist wichtig, dass wir ihm Widerstand leisten, dass wir weiterkämpfen und uns zur Wehr setzen. Was steht in den Schriftrollen der Alten über diesen Moment? Nur sehr wenig. Die Schriftrollen sehen vieles voraus, sogar mögliche Zukünfte. Aber sie sind nicht unfehlbar und sie werden euch diese Entscheidung nicht abnehmen. Man kann kein Meer überqueren, indem man am Ufer verharrt und über das Wasser nachdenkt. Seid stark, Entseelte, und handelt. Was geschieht, wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Es gibt keine Entscheidung, die sicheren Erfolg verspricht. Es gibt nur eine Auswahl an Entscheidungen. Das Reich des Vergessens hat mich nicht in ein Monster verwandelt. Es hat mir nur meine Befürchtungen über mich selbst bestätigt. Es wäre nur passend und noch dazu ehrenvoll, wenn ihr mich auswählen würdet. Es wäre ein guter Tod. Ich werde den doch auswählen. Der ist der älteste von allen und... ja... alleine schon, um die nachher dann wiederzusehen in den DLCs, die anderen beten. Nun gut, ich wähle euch aus, Waren. Wir machen das jetzt. Ich mach das jetzt. Stellt euch dort drüben hin, Entseelte, und wappnet euch. Ganz gleich, wie diese Sache auch enden mag, bin ich stolz darauf, wie weit wir gekommen sind. Ja, das hat er. Habt Mut, meine Freundin. Also, oh. Hier sind wir nun also, Entseelte. Wo soll ich mich hinstellen? Hier. Wir werden euch oder euer Opfer niemals vergessen, Herr. Großer Akatosh, Drachengott der Zeit, vergebt mir meine Selbstüberschätzung. Gewährt eure göttliche Macht der Entseelten und stellt euren Schutz über Tamriel wieder her, damit mein Opfer nicht umsonst war. Die Geschichte gedenkt vielleicht nicht eures Opfers, aber die Anwesenden hier werden es nicht vergessen. Göttliche Tamriels, mit diesem Behältnis eurer Macht, dem Amulett der Könige, rufe ich eure Kraft an. Lasst dieses edle Opfer ein Zeugnis unseres Verlangens sein, die Dinge zu richten und das Gleichgewicht im Mundus wiederherzustellen. Euer Champion steht bereit.
Nehmt dieses Opfer an und erfüllt diese Entseelte mit eurem Glanz. Widersetzt euch dem Willen Molag Baals. Entseelte, los! Steigt den Pfad hinauf! Stellt euch dem dädrischen Fürsten! Ihr müsst dem Gott der Intrigen allein gegenübertreten. Ich werde die anderen in Sicherheit bringen. Geht! Wir müssen alleine kämpfen? Ach du Scheiße. Hätten wir nicht Manni Marco ihn auf den Sack geben können? Oh Gottes Willen, Alter. Haben die nie gesagt, wir sind unsterblich? Ich habe das Gefühl, das ist nicht so. Wir werden sehen, wie weit wir kommen, ne? Eure ständige Einmischung ist zu Ende, Helden von Tamriel. Wir werden sehen. Umgehen! Sieht doch schon mal gut aus. Okay. Was ist das für eine Torheit? Ist euer sterblicher Verstand übergeschnappt? Denkt ihr wirklich, ihr könnt mich besiegen? Die dunklen Machenschaften des Reichs des Vergessens sind weit komplexer als alles, was eure sterblichen Sinne erfassen können. Zur Flanke! Festungsmauer. Wir sind auf jeden Fall noch richtig, also von daher. Eure Qual wird legendär sein. Selbst für das Reich des Vergessens. Basteln uns erstmal eine Brücke. Wir sind jetzt unter den Pionieren und bauen uns einen Übergang. So wie sich das hier hört. Sehr gut. Kette gerne das danach immer noch. Ist ja nicht nur jetzt. Ich meine, ich brauche jetzt keinen spektakulären Kampf, aber das muss ich halt gut anfühlen, richtig anfühlen. Sorgt ihr euch nicht um eure eigene Existenz? Maranje, Lappmir. Ich sorge mich erstmal ja nicht, aber ich habe so das Gefühl, dieses Spiel lockt uns auf eine falsche Fährte. Hey, Bali! Bali kennt Bali! Rang 10 bei Kriegergilde erreicht. Sehr gut. Festungsmauer zerstören. Erstmal schön rinbrennen. So, lass mal durch hier. Weggeschmolzen. So wie sich das hier hört. Voll der Schneidbrenner. Ich bin ein Gott aus dem Reich des Vergessens. Ihr seid weniger als nichts. Thank you.
Euer erbärmliches, ädrisches Schmuckstück kann mich nicht besiegen. Ich bin Molag Bal, Herr der Unterwerfung. Oh, mein Dings ist weg. Was ist das, Kind? Denkt ihr, euer Spielzeug kann einen Gott töten? Können wir das mal hier diesen hier machen? Ja, das vielleicht nicht, aber... Das mal hier. Euer Verstand ist mir entblößt. Ich kann eure Angst schmecken. Ihr seid fruchtbarer Boden für die Samen der ewigen Qual. Tamriel ist reif. Und ich habe die ganze Ewigkeit um seine Ernte. Was ist hier? Komm ran hier, du Lappen, du! Besiegt Molag Bal. Solange mein Dickerchen da ist, ist alles in Ordnung. Mein Clanband, der stirbt immer ein bisschen schnell. Ich aber... bin das Gesicht des Schmerzes. Die Seelen der Verdammten sind meine Waffen. Ihr werdet Äonen des Leids erfahren. Wir sterben an einem anderen Tag. Was nun? Tretet vor, Entseelte. Im Moment seid ihr sicher. Etwas für euch Wertvolles wurde aus Steinfeuers Wesen gerissen. Ich habe es hergebracht, damit ihr es zurückhaben könnt. Ich gratuliere euch, kleines Insekt. Euer Stich ist beeindruckend. Ihr habt mich geschlagen und tausende und abertausende Seelen zurück in den Mundus entlassen. Für den Moment wurde eure Welt verschont, aber mein großer Plan entfaltet sich erst. Hervorragend! Eure Kraft sollte sich in den kommenden Konflikten als nützlich erweisen. Ihr habt euch heute einen großen und schrecklichen Feind gemacht. Der Welt würde es besser gehen, wenn die Ebenenverschmelzung erfolgreich gewesen wäre. Hättet ihr euch vor mir verbeugt und die ewige Dienerschaft akzeptiert, hätte ich euch beschützt. Es gibt schlimmere Meister als mich. Viel schlimmere. Ihr seid hier in meinem Bereich nur ein Phantom, Steinfeuer. Die sterblichen Prophezeiungen der Schriftrollen wurden erfüllt. Verlasst diesen Ort und kehrt in eure Grube zurück. Ihr habt eine mächtige Verbündete. Wusstet ihr, dass sie euch herbringen würde? Ich frage mich, welche Rolle sie in dieser großen kosmischen Farce spielen wird. Bah! Eure Einmischung hat mich schon so viel gekostet, verfluchte Kreatur des Lichts und der Flammen. Dieser Farce amüsiert mich nicht mehr. Eure Seele wurde wiederhergestellt. Ich kann ihr Licht in euch sehen
und ihr habt eure Welt vor einem großen Unheil bewahrt. Ich muss jetzt erstmal. Sorry, ich muss den hier weg. Eure Seele wurde wiederhergestellt. Ich kann ihr Licht in euch sehen und ihr habt eure Welt vor einem großen Unheil bewahrt. Doch eines solltet ihr wissen, Sterbliche. Die Mächte des Vergessens sind zahlreich und der Gott der Intrigen ist nur ein Spieler in einem verwirrenden Ringen um die Vorherrschaft. Was ist mit Molagbar geschehen? Ihr habt ihn schwer verwundet. Es wird eine gewisse Zeit dauern, ehe er seine Macht zurückgewinnt. Wo ist das Amulett der Könige? Als euer Feind fiel, nahm jener, der den Namen Abnur Tarn trägt, Chim El Adabal an sich und floh. Er kehrte in das Land zurück, aus dem er kam. Jenen Ort, den ihr Cyrodiil nennt. Er hat das Amulett mitgenommen? Die Macht des Amuletts ist schon seit mehr als einer Generation aufgebraucht. Der Kaiserliche wird es weder einsetzen, noch irgendeinen Vorteil aus ihm ziehen können. Aber er wird viele ernüchternde Jahre auf den Versuch vergeuden, es dennoch zu tun. Hatten wir Erfolg? Ist Tamriel sicher? Der Riss im Schleier zwischen dem Reich des Vergessens und Nirn wurde geschlossen. Eure Welt ist fürs Erste sicher. Was ist mit meinen geopferten Gefährten? Er ist für immer fort, doch sein Andenken bleibt bestehen. Ich kann sehen, wie das Licht hinter euren Augen hell erstrahlt. Euer Freund ist jetzt ein Teil von euch, ebenso wie die Kraft der Göttlichen, wie eine Flamme in eurer erneuerten Seele brennt. Was ist mit mir? Eure Geschichte hat gerade erst begonnen. Molagbal ist noch nicht fertig mit euch. In vielerlei Hinsicht haben sich die Geschehnisse zu seinem Vorteil entwickelt. Und ihr habt zudem die Aufmerksamkeit der anderen dethrischen Fürsten auf euch gelenkt. Was soll ich tun? Der Krieg zwischen den Königreichen der Sterblichen verwüstet noch immer eure Welt. Doch eure wahren Feinde sind nicht sterblich. Wenn ihr für die kommenden Zwiste bereit sein wollt, braucht ihr ein umfassendes Verständnis dafür, was hier auf dem Spiel steht. Ihr müsst unter jenen leben, gegen die ihr Krieg führt. Die anderen Allianzen? In der Tat. Wenn ihr nach Tamriel zurückkehrt, dann geht an jenen Ort, den ihr die Zuflucht nennt. Mein Geschenk erwartet euch dort. Es wird euch erlauben, in andere Lande zu reisen und euer wahres Wesen vor jenen zu verbergen, die euch als Feind betrachten würden. Könnt ihr mich dorthin schicken? Ich habe ebenso wenig Interesse daran, euch hier zu behalten, wie ihr daran hattet, im Kalthafen zu bleiben. Ich werde euch in euer kleines Versteck in der Wildnis zurückbringen. Dort warten eure überlebenden Gefährten bereits auf euch. Seid ihr zum Aufbruch bereit? Jo. Bin gespannt. Ich weiß ja nicht, was wir denn als nächstes machen. Wir hatten aber schon den Prolog gehabt, ne, zu Elsweyr. Was ist geschehen? Wie sind wir hierher gekommen? Ich erinnere mich daran, dass ich überwältigt wurde, aber dann... Richtig, das tut mir leid. Ich habe ein wenig Hilfe angefordert, um euch dort rauszuholen. Ich hoffe, dass ich meine Grenzen nicht überschritten habe. Schneelilie. Ich... Ich weiß, Sai. Es ist vorbei. Es ist alles vorbei. Nun dann, überall glückliche Wendungen. Toll. Wer hat den Weinbrand? Wartet, wo ist Tarn? Hat er überlebt? Er ist verschwunden. Er ist weggerannt, glaube ich. Und er hat das Amulett mitgenommen, das ihr Burschen gefunden habt. Ehre und Glaube seien immer mit euch, meine Freundin. Meine Aufgabe hier ist getan. Oh, hey da, überrascht mich zu sehen. Ich auch. Ich komme ganz schön rum, nicht wahr? Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, wie ich das immer schaffe. Ihr werdet mir doch jetzt nicht sentimental, oder? Ich meine, ich habe doch schließlich meinen Ruf, als gefühlskalter Fels zu wahren. Was nun? Was nun? Für euch scheint es noch mehr zu tun zu geben, für uns. Wir haben schon zu viel gesehen, meine Freundin. Wir haben schon zu viel durchgemacht. Ich glaube, für uns wird es Zeit zu gehen. Wo werdet ihr hingehen? Sai und ich haben vor ein paar Tagen darüber gesprochen, was geschehen würde, falls wir beide überleben. Ich würde gerne mit ihm zurück in die Abtei der Klingen gehen
und dort beim Wiederaufbau helfen. Werden wir einander wiedersehen? Vielleicht eines Tages. Es ist ja nicht so, als ob wir vom Antlitz Tamriels verschwinden. Und falls nicht, dann bin ich sicher, dass es einen Platz für euch in Sovngarde gibt. Wenn ihr vor mir dort eintrefft, dann hebt mir einen humpenkühlen Met auf. Na, leb wohl, Lyris. Dann trennen sich hier also unsere Wege. Ihr und Lyris geht zurück in die Abtei? Zumindest eine Weile. Dort muss vieles wieder aufgebaut werden und ich schulde es Kasura, ihr die Nachricht vom Sieg persönlich zu überbringen. Schneelilie und ich. Nun, vielleicht haben wir dann endlich etwas Zeit für uns. Werdet ihr Tarn nicht nachjagen? Zu welchem Zweck? Nein, soll er doch in seine Kaiserstadt zurückkehren. Er hat seine Rolle gespielt und das muss reichen. Groll ist Gift für die Seele. Aber vielleicht nach dem Wiederaufbau der Abtei der Klingen. Ja? Ich habe mich noch nie damit zufrieden gegeben, allzu lange an einem Ort zu bleiben. Das liegt nicht in meiner Natur. Irgendwann werde ich diesen Zwang, mich in Gefahr zu bringen, auch noch überwinden. Wenn ich die Wahl zwischen einem bequemen Leben und dem Abenteuer habe, entscheide ich mich stets für das Abenteuer. Dann begegnen wir uns vielleicht eines Tages auf der Straße wieder. Das würde mir gefallen. Es war mir eine ausgesprochene Ehre, Entseelte. Aber ich schätze, dieser Name ist wohl nicht mehr ganz passend, oder? Waren wäre stolz auf euch. Ich weiß, dass wir es sind. Leb wohl, Sei. Geht noch nicht fort. Kann ich mit euch sprechen? Na klar. Warte mal. Ich nehme an, ihr seid schon der Herrin Meridia begegnet. Eine reizende Frau. Bezaubernd. Wir kommen wunderbar miteinander aus. Während ihr euch da auf euren epischen Streit eingelassen habt, habe ich ihr mal rasch Bescheid gesagt. Ich fragte sie, ob sie bereit wäre, uns auszuhelfen, wenn es allzu schlimm wird. Ihr habt Meridia gebeten, mich aus Kalthafen zu holen? Der Kniff dabei war der richtige Zeitpunkt. Mit jedem Schlag, den dieser dädrische Windbeutel einstecken musste, habt ihr Hunderte von Seelen befreit. Eure Seele konnte sie einfangen, ehe sie entschwinden konnte. Ein ziemlich guter Trick war das. In der Tat. Das ist reizend. Die Welt wurde gerettet, die Helden gehen getrennter Wege und dieser Ritter hat eine neue Herrin, der er dienen kann. Bravo! Ich könnte nicht glücklicher sein. Toll! Wahrlich! Dieser Waren war immer ein guter Kerl, müsst ihr wissen, auch wenn er zu Beginn die Dinge vermasselt hat. Am Ende hat er sie aber wieder in Ordnung gebracht, nicht? Er ist immer noch bei euch, wisst ihr? Ein Teil von euch. Und vielleicht kann er durch euch weiterhin dem Land und den Leuten dienen, für die er sein Leben gegeben hat. Dann ist nun alles gut. Es gibt nur noch eine Sache. Mach ich das jetzt noch? Das sieht ja aus wie eine neue Questreihe. Was haben wir hier eigentlich gekriegt hier? Ausloggen? Nee. Hä? Sets. Verschiedenes. Kalthafen. Schärpe des Gefangenen. Ach, ich wollte ja noch diesen Stab, den mir Raven geschickt hat. Gott, wo war das nur wieder gewesen? Oh, Sammlung war das, ne? Waffenstile. Stab. Wo war das? Oh, wo war der? Vorschau. Der war das, ne? Genau. Da muss ich mal gucken, dass ich den jetzt irgendwie dann mal ausrüste. Ah, das wollte ich doch noch machen. So, was haben wir denn hier eigentlich gekriegt? Wir haben doch hier so eine Glyphe gekriegt hier.
Wahrlich prächtige Glyphe des Lebens. Okay. Und hier haben wir einen Heilungsstab. Kann ich überhaupt nicht brauchen. Kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Mir ist schon mal aufgefallen, das geht immer bloß bis CP 160. Kann das? Selbst wenn wir jetzt schon... Was sind wir jetzt eigentlich für eine Stufe? 217. Oder gibt es da noch höhere Kleidung? Ich weiß es ja nicht. Die Frage ist, mache ich das jetzt oder esse ich erstmal Mittag? Ich lasse das jetzt erstmal und dann gucken wir in der nächsten Folge, was wir denn hier machen. Freunde der Sonne, ich mache hier erstmal Schluss. Das war jetzt wohl mit dem ganzen Geplänkel hier, mit der Hauptstory, keine Ahnung. Ich muss sagen, macht mir immer noch Spaß. Wir werden uns auf jeden Fall dann um die ganzen anderen Quests kümmern. Wir waren doch hier bei Quest. Schattenfan. Brauche ich alles nicht, ja. Prologe. Was sind das hier alles für Prologe? Das ist ja noch die nächste Frage. Aber ihr habt es hier nicht irgendwie... Bibliothek? Kampagnen? Aber ihr habt es hier nicht irgendwie noch... Konnte man das nicht auswählen irgendwie? Oder muss ich mal gucken? Ich muss erst mal gucken, wie wir hier überhaupt weitermachen. Da habe ich noch ja keinen Plan von. Gut, Freunde, ich mache an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns hier in der nächsten Folge dann hoffentlich wieder. Bis dahin, tschüss und Ohren steif halten.